So, meine lieben Zuschauer, es ist Freitag, der 23. Januar. Hier grüßt Sie wieder Christian Kümmerer beim JFD Devisenradar. Wir wollen uns zum Wochenabschluss natürlich auch wieder einem Paar widmen, manchmal auch zwei, manchmal drei, aber heute soll eigentlich primär nur das sogenannte Biest im Fokus stehen. Das Biest ist hier das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen, aufgrund dessen eben, weil es durchaus biestige Eigenschaften hat in Sachen Volatilitätsausschläge, Hakenschläge und eben hier manchmal einem recht wilden Verlauf. Ohne Frage sind viele Yen-Pairs aufgrund der Aktionen mit dem Jahrgangswechsel 2012, 2013, Regierungswechsel in Japan eben hier dann in eine gewisse Eigenständigkeit übergegangen in Sachen Abwertungsprozess des Yens, aber nichtsdestotrotz, das britische Pfund hat eben noch so einen gewissen Extra-Charme und tatsächlich in Händlerkreisen ist es hier durchaus als das Biest bekannt. Gut, wir wollen uns das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen anschauen, hier zunächst natürlich mit großem Blick auf Wochenchart. Übrigens interessant zu sehen, dass hier unten Wochenchart, oben Tageschart sich hier so praktisch im Gleichlauf angleichen. Also man könnte fast sagen, das sind die identischen Charts, aber nein, grundsätzlich haben wir es hier natürlich einerseits mit Wochenkerzen, dann mit Tageskerzen zu tun, aber die Tendenz zeigt natürlich hier nach oben. Das heißt, der Aufwertungsprozess ist nicht zu vernachlässigen. Und hier eben genau mit dem Jahr 2012, dann Beginn 2013, hier diese starke Aufwertungsphase und nach wie vor sehen wir hier natürlich generell aufwärts gerichteten Trend, aber seit den letzten Wochen, hier insbesondere mit Beginn des neuen Handelsjahres, eben eine Schwäche. Das war im Übrigen hier im Jahr 2014 ähnlich. Man bedenke die Situation, das ist jetzt hier, sage ich mal, eine ähnliche Situation. Es ging auch hier im Jahr 2014 zu Beginn des Jahres zunächst ein Stück weit runter. Dann hatten wir eine sehr, sehr lange zähe Seitwärtsbewegung, um dann im Sommer, das werden Sie wissen, hier dann einen erheblichen Auftrieb zu erfahren. Der Witz an diesem Währungspaar war, und da zeichnet sich das Biest auch durchaus aus, wenn wir hier die Range sozusagen von Ende 2013 bis 2014 ziehen, dann wird hier sehr deutlich auf Wochenbasis, dass es hier einerseits einen schönen Fake-Out nach oben gab, also hier sicherlich viele Bullen aufgesprungen, um dann letztlich hier unten mit dem Unterschreiten des letzten Zwischentiefs hier wieder abgeholt zu werden. Insofern man dann hier nicht vorher schon die Reißleine gezogen hat, war das hier wie gesagt ein typisches Szenario für eine Verhaltensweise des Biestes sozusagen. Also Ausbruch, dann Ausbruch nach unten mehr oder weniger und dann doch wieder nach oben gedreht. Das ist nicht untypisch bei diesem Währungspaar, aber darum soll es gar nicht gehen, denn wir sehen jetzt hier eine sehr, sehr sukzessiv konsequent ausgeprägte Abwertung. Diese trifft aber in Bälde durchaus auf ernsthafte Unterstützungszone. Wir haben einerseits hier dieses Level, was hier wohl bemerkt aus 2013 auf Wochenbasis herrührt. Und das ist hier das Niveau von rund 175 Yen. Also diese Zone hier auf Wochenbasis ist definitiv interessant. Da machen wir die auch gleich mal grün. Das ist ein Bereich, ein Stück weit runterziehen, so ist besser, wo man, hier liegt dann auch interessanterweise der EMA 50 auf Wochenbasis, hier diese schwarze Linie, das ist definitiv ein Bereich, auf den man aufpassen sollte. Der verspricht hier ein Reaktionspotenzial. Nach oben durchaus anzunehmen, auch vor dem Hintergrund, dass es eben dann hier wieder neue Verlaufshochs geben könnte. Oder aber, wenn wir uns hier zumindest nur kurzfristig stabilisieren, sollte man eben darauf achten, was passiert, wenn wir hier deutlich unter 174 Yen zum Beispiel absinken. Dann hätte man hier sicherlich weiteren Spielraum im Bereich 500, 600 Pips nach unten. Das muss man dann natürlich dann ganz klar auch sehen. Aber übergeordnete Trend positiv. Hier ein Ausbruch nach oben jetzt zu handeln macht wenig Sinn, also sucht man Retracement Level. Und da haben wir hier definitiv im Bereich um 174, 50, 175 Yen eine sehr, sehr interessante Situation. Das aber erstmal hier der globale Blick. Gehen wir jetzt mal auf Tagesbasis. Hier ist dann übrigens auch die Zone natürlich nicht weniger markant zu definieren. Deswegen nehmen wir sie auch gleich mal rein. Ich schraube sie mal ein Stück weit hoch. So, da sind wir hier in diesem Bereich. Ja, alles Rundungen letztlich, aber hier, wie Sie sehen, wir sind nah dran. Wir sind nah dran an dem Level. Und wenn wir hier das Vorwochentief sozusagen unterschreiten, hier bei 175, 79, dann wäre es durchaus denkbar, dass es dann eben hier einen kleinen Spike nochmal nach unten gibt und dann wird es eben hier interessant. Tauchen hier Kerzen auf mit unteren Schattenwürfen in Form eines Hammers zum Beispiel an diesem Bereich, gerade auf Tages- und dann insbesondere Wochenbasis, dann ist es hier durchaus ein Niveau, was man kurzfristig für einen Long Trade ins Auge fassen darf. Gut, Tagesbasis, heute wie gesagt relativ schwach unterwegs, wir sind schon 136 Pips gelaufen, aber Obacht, das Währungspaar bewegt sich knapp 200 Pips am Tag. Das heißt, wir haben hier noch gute 60 Pips im Schnitt, in der Rundung, wie das Paar sich heute noch bewegen könnte, vornehmlich dann nach Süden, wenn man es denn so sagen will.
Dazu passt auch hier der heutige Freitag in der Wochentagsstärke. Sie sehen hier den Verlauf während der letzten 52 Wochen in diesem Bereich. Natürlich hier sehr, sehr interessant, dass der Mittwoch ein ganz, ganz starker Tag ist für das Währungspaar. Donnerstag eher schwach, ganz klar. Also hier statistisch an diesen Tagen mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen durchaus einmal eine schöne Long-Situation rein statistisch und hier eine schöne Short. Und am Freitag haben wir ja, einen Wert von 48% positiver Schlusspreise. Das heißt eben einen leicht schwächeren Auswurf in Sachen Tagesabschlusstendenz. Interessant, aber hier auch 49% mit dem totalen Ausblick. Das sind rund 15 Handelsjahre. Da ist der Freitag also durchaus als schwacher Handelstag zu definieren. Marginal, keine Frage, aber durchaus als leicht schwacher Handelstag. In Verknüpfung der 52-Wochen-Tendenz dann doch schon wieder etwas deutlicher. Gut, also es dürfte heute durchaus weiter runtergehen. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir hier die Tiefs aus der Vorwoche ansteuern. Was dazu allerdings nicht zwingend passt, aber interessant ist für den Verlauf der kommenden 20 Handelstage plus, ist, wenn wir hier eben Tiefs machen, dann sehen Sie, laufen wir hier Ende Januar in eine saisonal bullische Phase rein bei diesem Währungspaar. Das unterstreicht die Situation für den Fall, dass das Währungspaar eben hier um 174,50, um 175 Yen eine Stabilisierung erfährt, einen Boden ausbaut. Und wenn es eben dazu kommt in diesem Bereich, dann hat man hier durchaus gute Chancen, im Sinne der Saisonalität hier Rückenwind zu bekommen und dann eben an einem starken Aufwärtsimpuls zu partizipieren, der dann hier durchaus Preisniveaus, und das kann man hier sehr, sehr schön ableiten, im Tagesschart anhand horizontaler Widerstände. So. Lässt sich nämlich jeder Bereich knapp über 180 Yen definieren als Zielzone, als mögliche Zielzone für eine Erholungsbewegung, die hier im Bereich von 174,50, 175 Yen ausgehen könnte. Das, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Britisch Pfund gegenüber japanischen Yen, definitiv ein Blick wert. Schauen wir abschließend noch kurz auf den Stundenchart. Intraday, wie gesagt, heute schon 136 Pips nach Süden gelaufen. Wir sind klar hier am Daily Pivot Point gescheitert. Sehen wir hier sehr schön anhand der Kerze von der Nacht. Kleiner Ausbruchversuch wurde gestartet, dann ging es aber gen Süden runter und wir sind eben hier unweit der Tagestief. Kleine Stabilisierung jetzt hier aus dem Intraday-Bereich heraus betrachtet, wären hier, wer es denn versuchen wollte, und ich denke mal, ich werde da auch im Rainbow drauf ansetzen, hier im Bereich 177,30 Yen etwa. Wenn wir hier nochmal einen kleinen Erholungsimpuls sehen, dann ist das hier mit dem Tief von gestern und hier auch mit dem Tief vom Vorgestern, inklusive hier dieser Zone vom 19. Januar, durchaus ein schönes Resistant Level, wo man hier auf eine Umkehr in Richtung neuer Tiefs spekulieren könnte. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dazu passt auch heute, und da will ich es dann auch hier sozusagen finalisieren, die Fuji-Logik. Natürlich wie immer ein kleiner exklusiver Blick in die Glaskugel, und die zeigt heute hier für den Intraday-Verlauf durchaus weitere Tiefs an. Also aktuell sogar noch nicht mal hier unbedingt nochmal einen Rücklauf hier in diese Zone von 177,30, sondern vielmehr hier sehen Sie eine sehr, sehr klare Tendenz, die hier Intraday weitere Verluste veranschaulicht, also sozusagen in Aussicht stellt. Der Tag heute dürfte also für das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen weitere Verluste nach sich ziehen. Wir werden am Ende des Tages natürlich dann erst wissen, wie letztlich hier das ganze Geschehen ausgegangen ist. Aber interessant ist es allemal, dieses Währungspaar mal unter dieser Betrachtung in den Fokus zu rücken. Gut, liebe Zuschauer, ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende oder wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Vergessen Sie an dieser Stelle nicht, 10:30 Uhr kommen nochmal Einzelhandelspreise aus dem Vereinigten Königreich. Das könnte nochmal kleine Spikes verursachen, aber ansonsten muss man ja sagen, der Markt ist dann bereit für weiter fallende Preise. Ich wünsche Ihnen in diesem Zusammenhang ein schönes Wochenende und auf bald.